Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Ich hatte ja gestern schon angekündigt, dass heute ein Video kommt, wie ihr Großfestung Osten vermutlich auch solo bezwingen könnt. Da gibt es nämlich einen Trick, wie ihr das Ganze machen könnt. Ich wollte eigentlich heute im Stream dafür ein bisschen was aufnehmen, damit ihr das aus erster Hand sehen könnt, musste aber leider Szenen nehmen von vor 2 Wochen. Deswegen wundert euch nicht. Da sah der Lou und seine Schiffe noch ein bisschen anders aus. Ist ein Streaming-Ausschnitt von vor 2 Wochen, wenn ich den gleich einblende. Aber jetzt erstmal zu dem Trick. Ihr kennt das wahrscheinlich, Großfestung Osten ist ja die stärkste Festung im ganzen Spiel. Mit Level 15. Kann man es hier nicht irgendwo sehen? Hallo? Da. Großfestung Osten mit Stufe 15, das stärkste Fort im ganzen Spiel. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch, vor ungefähr einem Monat habe ich mit der Community das Ding hier schon mal gelegt und das hat über 2 Stunden gedauert. Aber das Ganze geht auch sehr viel einfacher. Wenn ihr nämlich eine Übernahme macht bei Großfestung Osten, Übernahmen bekommt ihr, sobald ihr Zugriff auf den Ruderclub und die Manufakturen habt. Ihr seht das hier. Dann wird aus Großfestung Osten eine Manufaktur, sobald ihr sie übernommen habt. Und wenn ihr sie übernommen habt, dann wird die Großfestung Osten quasi als besiegt gezählt. Bedeutet, die Mauern gehen kaputt und diese ganzen Festungen, die ihr hier jetzt gerade noch aktiv seht, mit dem Lebensbalken, sind alle zerstört und es ist sehr, sehr, sehr viel einfacher, diese Festung zu plündern. Wenn ihr jetzt solo unterwegs seid, dann geht das natürlich nur einmal, weil ihr könnt ja auch die Großfestung Osten nur einmal übernehmen. Aber, dicks aber, jede Season einmal. Also, wenn ihr Season 2 noch spielen solltet oder wenn ihr das Video hier gerade seht in Season 2 und ihr habt Großfestung Osten noch nicht übernommen, sollte das Ganze immer noch funktionieren. Das bedeutet, bevor ihr Großfestung Osten übernehmt, solltet ihr euch auf jeden Fall diese Fortplünderungsaufgaben aus dem Ruderclub besorgen. Die werden alle 2 Stunden geresettet. Ihr könnt bis zu 6 Stück davon insgesamt aktiv behalten, aktiv haben. Und ihr seht das, jeder davon gibt 1000 Ressourcen. Wenn ihr davon also 6 Stück habt, sind das 6000 Ressourcen. Das sind über 600.000 Silber für einmal das Fortplündern. Und wie gesagt, wenn ihr die Übernahme vorher macht und danach die Plünderung bei Osten macht, dann ist das sehr, sehr, sehr viel einfacher, weil ihr nicht mehr die Festung zerstören müsst, sondern nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch gegen Schiffe kämpfen müsst. Sind 0,5 von 0,5 nicht 0,0025? Kann sein, ja. So, Leute, jetzt plündern. Jetzt plündern. Die Level 15 sind. Vielleicht kann ich dazu auch mal eben was einblenden. Ich gehe ran, Leute. Ich gehe ran an den Speck. Ich gehe ran an den Speck. Und werfe einen Brandsatz. Ich werfe einen Brandsatz. Ich verbrenne den. Kenne ich nix. Feuerteufel Lu. Die sind da natürlich schwer, aber bei weitem nicht so schwer und unmöglich wie die Festung an sich. Also ein Level 15er Schiff, wenn ihr das auf Abstand haltet oder vielleicht mit der Sambuke direkt voll drauf geht, müsst ihr selber mal schauen, womit ihr am besten klarkommt. Ich glaube, ich für mich würde eine Bark nehmen und dann schön auf Entfernung, vielleicht mit den Skurlocks so langen Neunern, immer schön die Segel kaputt machen und alle Schiffe auf Abstand halten, damit die bloß nicht nahe kommen. Und die Mörser, die geschossen werden von diesen großen Galeons, Niederländisch-Indien-Schiffen ausweichen. Das wäre so meine Taktik, aber da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr da für eine Taktik machen würdet. Aber so könnt ihr Großfestung Osten vermutlich auch solo bezwingen. Am besten natürlich mit einem Kollegen, damit ihr euch gegenseitig vielleicht ein bisschen heilen könnt, eine Heilkanone drauf, um sich gegenseitig ein bisschen Rücken zu geben. Aber ich denke auch, dass das Ganze solo möglich sein sollte. Ich will das Video nicht zu lange strecken, als es eigentlich sein muss, aber ich habe euch ja versprochen, dass ich euch erkläre, wie ihr übrigens auch die anderen Festungen, das geht natürlich nicht nur für Großfestung Osten, das gleiche könnt ihr natürlich auch für Premier auf Level 14 oder für Prakoso oben oder für Duster machen oder Fort Delys, falls ihr da Probleme habt. Nach einer Übernahme ist die Festung kaputt und danach ist es sehr viel einfacher, diese zu plündern. Noch ein kleiner Nebensatz: Es gibt Missionen oder die Hauptmission sogar, glaube ich, oder die Nachforschung, ich bin mir nicht mehr sicher. Es gibt irgendeine Mission, wo ihr Großfestung Osten plündern sollt. Dafür ist das natürlich auch ganz gut.
In der Hauptmission müsst ihr Großfestung Ost nicht komplett plündern, sondern nur einmal plündern, drücken und dann abhauen. Ich glaube, das aus der Nachforschung war Fort Premier, was man plündern musste. Also nicht ganz so schwer, aber immer noch schwer. Ich hoffe, das Ganze hilft euch weiter, falls ihr mal Osten plündern wolltet. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um Osten relativ easy machen zu können. Wenn ihr es mit zwei, drei Leuten macht, dann ist es sowieso ultra easy. Wenn ihr mit mehreren Leuten seid, dann kann man das natürlich auch aufsplitten. Dann kann man einmal in die Welt von dem joinen, einmal in die Welt von dem joinen. Obwohl ihr seid auf einer Welt, aber da kann halt jeder mal die Übernahme machen und ihr könnt halt nacheinander diese Plünderung bei Fort Osten machen. Dann schaut nur, dass ihr auf jeden Fall sechsmal diese Aufträge habt, um das Maximum da rauszuholen zu können von Fort Osten. Ja, ich würde mich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Da kommen demnächst krasse Ankündigungen. Ich glaube, so viel darf ich verraten. Deswegen auf jeden Fall Follow da lassen. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.